Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Heute geht es um das Thema Helmlampen. Ja, und zwar suchen wir für unsere Feuerwehr Helmlampen. Ich weise darauf hin, dass man das als Werbung auffassen kann. Es ist aber wirklich eine reale Suche, die wir haben. Und zwar nutzen wir aktuell diese UK 3AA Helmlampen. Davon haben wir so knapp über 20 Stück. Wir sind bei uns in der Grundausstattung, sind wir 34 Aktive. Und wir wollen jetzt noch 15 Helmlampen nachkaufen. Und wir überlegen jetzt noch, wir haben natürlich die Helmhalterung für diese Helmlampe, haben wir schon am Helm dran. Ob wir diese Lampen kaufen oder das andere Modell. Es gibt die als 2AA, 3AA und 4AA. Okay? Das sind verschiedene Varianten. Klein, mittel, groß nenne ich sie jetzt mal. Und ich will jetzt mit euch mal gemeinsam gucken, wie stark leuchten die, wie schwer sind die. Denn ich muss als Kritikpunkte zwei Sachen loswerden. Also diese Lampen, erstmal fange ich jetzt mit dem Positiven an, was ich bis jetzt für Erfahrungen gemacht habe. Die sind sauhell. Personensuche haben wir damit auch erfolgreich. Wir sind ausgeschwärmt, ein Riesengebiet mit über 100 Einsatzkräften, haben die Person gefunden und vielleicht auch zufällig hatte jemand von uns diese Lampe dabei, ne? So, der denjenigen gefunden hat. Stand auch in der Zeitung, kann man bei uns auch nachlesen. Wie gesagt, die haben wir selber angeschafft vom Förderverein und wir wollen jetzt für die nächsten halt genau gucken, was wir brauchen. Also die sind robust, die sind vom Gehäuse, ist da noch keine kaputt gegangen. Super hell, super nachts kann man super weit leuchten. Und ich will alle drei nebeneinander heute Nacht mal leuchten lassen für euch. Und wir können mal direkt vergleichen, das interessiert mich wirklich, ob brennt, welche besser leuchtet, ob man das merkt, den großen Koffer oder ob die kleine vielleicht genauso hell ist. Keine Ahnung. Wir sind natürlich exgeschützt. Es ist wichtig, wenn irgendwo explosionsgefährdeter Bereich ist, dass natürlich alles, was einen Funken verursachen kann, Handy, Taschenlampe, eine falsche. Laufender Motor von der TS, ne, sind ja alles Sachen, die für den gefährdeten Bereich nicht gut sind. Deshalb sind die für die Feuerwehr zugelassen, weil die sind nämlich exgeschützt. So, das ist das Gute. Wir haben leider bei zwei oder drei Lampen das Problem gehabt mit diesen Heckschaltern, dass die nach 4, 5 Jahren kaputt gegangen sind. Entweder war das jetzt Pech und wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, deshalb bin ich froh, dass wir ein Modell haben hier, auch wo wir so einen kleinen anderen Schalter mal dran haben, mal gucken. Irgendwie anders funktioniert. Also kaputt heißt nicht, dass er nicht mehr richtig ging, aber er hat manchmal die Lampe nicht mehr richtig ausgemacht. Die haben manchmal noch geglimmt und dann waren die Batterien immer leer. Irgendwie hat er nicht richtig mehr getrennt nach einer Zeit. Das würde ich jetzt als kleinen Mangel sagen. Aber ansonsten sind diese Lampen und wir kaufen sie auch wieder. Das heißt ja, wir sind ja trotzdem zufrieden. Auch wenn man mal ein bisschen Ausschuss dabei hat, woran es auch immer liegt, kann man immer schlecht nachvollziehen, müssen wir jetzt mal darauf achten. Okay? So, ich werde jetzt aber alle drei Lampen. Also eine Sache ist, dass wir einen Heckschalterdefekt hatten. Vielleicht auch Pech, wie gesagt. Kann sein, dass ja keiner sonst Probleme mit hat. Das zweite ist, vielleicht kennt das, wenn ihr einen Helm auf habt, dass ihr dann so ein bisschen Schräglage bekommt. Ne? Weil die wiegen was. Und ich werde gleich die dreimal für euch wiegen mit einer Küchenwaage und wollen mal gucken, wie schwer sind die denn? Würde mich mal interessieren. Okay. Ja, das sind so die zwei Punkte, die ich anmerken würde, wo ich die Befürchtung habe, wenn die größer sind und schwerer, dass der Helm dann schräg ist, dass man fast geneigt ist, sich Bleiausgleichsgewicht in den Helm reinzukleben, damit der Helm wieder gerade sitzt. Ne? Sonst sieht man so ein bisschen aus wie Calimero. Ne? Okay, ich packe die jetzt aus, baue die zusammen und werde es erstmal wiegen für euch. Los geht's. Fertig. Also man sieht jetzt hier nochmal die drei Modelle. Es gab natürlich so ein paar Unterschiede beim Einlegen. Also hier ging es relativ gut. Wer diese mit den drei Batterien kennt, weiß, die untere Batterie ist so ein bisschen fummelig. Hier gibt es auch noch so eine Feuerwehraufkleber für. Okay, das sind die drei und die werde ich jetzt gemeinsam mit euch erstmal wiegen, jetzt wo sie zusammengebaut sind. Ich bin ganz gespannt. Die mal auflegen.
95 Gramm wiegt die erste. Also die 2AA, die wiegt 95 Gramm. Okay. Die wiegt 147 Gramm. Also die 3AA 147. Okay. Bin jetzt überrascht, dass sie gar nicht so viel schwerer ist. Nö. 155 Gramm ist die 4AA. Ne? Okay. Das war jetzt die. Also das fand ich jetzt schon mal interessant, auch dass der Unterschied hier gar nicht so groß ist, aber die ist schon relativ leicht, ne? Das ist natürlich echt ein Spielzeuggewicht, da bin ich echt mal gespannt, wie hell die ist. Okay, das werden wir gleich gemeinsam machen. Ansonsten habt ihr die Werte schon mal für eure Ausgleichsgewichte, okay? Und wir werden jetzt auch gleich die Tests machen mit der Beleuchtung, also könnt ihr euch das selber angucken. Ganz rechts machen wir mal die kleine, in der Mitte die mittlere und ganz links die große. Okay, wenn wir jetzt gegeneinander leuchten werden, indem ihr mal guckt. Ne, sieht man schon erste Unterschiede. Okay. Das werden wir mal draußen machen. Schauen wir uns an. Die 2A. Okay. Die 3A. Und die 4A. Man sieht, dass die 4AA jetzt gerade auf Entfernung her sehr viel Rundumlicht bietet. So. Weiß man nur die 4AA, nur die 3AA, nur die 2AA. So, wir fangen jetzt mal an von 3 Meter Entfernung mit der 2AA. Okay. Jetzt die 3AA. Okay. Und jetzt die 4AA. Jetzt mal alle nebeneinander. 2AA. 3AA. Und die 4AA. Okay. Ich werde jetzt auf 10 Meter zurückgehen. 10 Meter Entfernung, die 2AA. Die 3AA. Und die 4AA. Okay. Wir gehen jetzt mal auf 20 Meter. Ich werde jetzt mal nur mit der 2AA zurückgehen. Mal gucken, wie sich von 20 Metern auf 2 Meter das Licht ändert. Gut. Jetzt mit der 3AA. Also der Punkt bleibt ziemlich gleichbleibend. Okay, jetzt die 4AA. Wahnsinnig großer Leuchtfleck. Okay,
Der Willi, ne, das bin ich. Zeige euch jetzt mal meinen alten Helm, den ich mir nur zur Ausbildung benutze. Wie man die Helmlampe daran macht. Hier ist nämlich noch ein Helmhalter, ein Lampenhalter dran. Ein Helmlampenhalter. Und hier sind es auch so Führungsnasen, wo diese Plastikteile reingehen. Okay? Sieht man gleich. Also man schiebt das egal wie rum, ob nun so rum oder nach oben, wie einem beliebt, das rein. Und man kann dann auch noch hier im Gelenk ein bisschen drehen. Man kann die Lampe also einstellen noch. So. Jedenfalls kann man jetzt die Helmlampe hier einstellen, hinten den Schalter anmachen. Es ist schlau, die Lampe nach vorne anzubauen. Und ich meinte jetzt, wenn die Lampe schwer ist, entsteht immer so ein Effekt, dass die Helme dann irgendwann so sitzen. Nach der Zeit. Die AGTs, achtet mal drauf, haben immer so eine leichte Schräglage mit diesen Helmen. Entweder braucht man hier ein Ausgleichgewicht oder vielleicht eine zweite Helmlampe. Dann fällt auch die Entscheidung nicht so schwer, welche man nimmt. Dann kann man einfach alle drei ranhängen. Nein, aber im Ernst, das ist das, was ich meinte mit dem Gewicht. Zieht auf einer Seite runter, ne? Okay? Supi. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wie gesagt, ganz einfach und spontan. Und ich denke, jeder muss selber interpretieren, was er für richtig hält, was nicht. Also wie gesagt, robust sind die, für die Feuerwehr sind sie, ex-geprüft sind sie, sind korrosionsbeständig. Hier sind auch Sachen drauf, wie hat Druckausgleich, Ventil und so weiter, hat es mit eingebaut. Wie gesagt, ist für die Feuerwehr. Und ihr müsst aber, ich sage jetzt nicht, für welchen wir uns entscheiden werden. Ich werde das auch mit meinem Ortskommando noch absprechen. Aber nur für euch zur Hilfe, und ich denke mal, wenn es euch geholfen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir, oder natürlich, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert hat, freue ich mich, wenn ihr euch mal anmeldet und das nachholen könnt. Ja, macht mir eine Freude, und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann. Tschüss. Ich muss noch Küche aufräumen. Man sieht hier so die Helmhalterung, und hier wird die Helmlampe einfach reingeschoben. Es geht in die oder in die Richtung. Hier sind auch so Öffnungen, wo hier diese Plastiknasen reinrasten. Und die sind alle kompatibel und hält gut. Die sind kompatibel.